Das Thema meines Vortrages ist Lebensmittel der Zukunft. Und wenn man sich also die Lebensmittel- oder Ernährungszeitalter anschaut, so kann man also prinzipiell unterscheiden zwischen Jäger und Sammler, Ackerbau und Viehzucht, industrielle Revolution. Wenn man aber auf diese beiden Bilder schaut, dann sieht man, dass prinzipiell die Lebensmittel gleich geblieben sind. Wir essen Fleisch, wir essen Fisch, wir essen Beeren, wir essen Nüsse und so weiter. Das, was geschehen ist, wir haben sie ganz einfach verändert in ihrer Form und natürlich auch anders verpackt. Und wenn man sich die Frage stellt, wohin geht die Lebensmitteltechnologie, dann muss man klar sagen, dieser Trend hängt ab vom gesellschaftlichen, vom technischen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungen. Das ganze Bild wird verfestigt, wenn man sich also auch dieses Bild hier anschaut. Das ist die Esskultur im Römischen Reich. Also auch vor gut 2000 Jahren oder noch länger aus, im Prinzip gab es dort eine Vorspeise. Und wenn wir schauen, wir haben dort Hülsenfrüchte, wir haben Erbsen, wir haben Gartenbohnen, wir haben Grünkohl, wir haben dann Hauptspeisen. Und diese Hauptspeisen bestehen aus Rindfleisch, aus Gänse, aus Würsten, aus Hasen und so weiter. Und wir haben auch Nachspeisen, die bestehen vorwiegend also aus Obst und Gemüse. Auch da sehen wir prinzipiell, die Lebensmittel ändern sich nicht, sondern das, was wir im Prinzip tun, wir prozessieren sie anders und wir mischen sie natürlich auch neu zusammen. Schauen wir uns ein paar Trends an, die es hier gibt. Also zum Beispiel gesellschaftliche Trends. Ein ganz wesentliches Thema ist Adipositas. Bei der Adipositas, die führt also zu Zivilisationskrankheiten und man ist ganz klar, ca. 41% der Erwachsenen haben Probleme mit dem Gewicht. Und das führt dann einfach dazu, dass neue Produkte entwickelt werden, zum Beispiel Leitprodukte, Produkte mit weniger Zucker, aber auch glutenfreie Produkte. Es gibt auch eine Änderung in der Bevölkerungsstruktur. Und zwar, es wird der Anteil der älteren Bevölkerung wird immer mehr und das führt auch zu ganz spezifischen Ernährungsbedürfnissen. Das dritte Thema, was wir haben, ist zum Beispiel auch, es kommt zu Konzentrierungen in Ballungszentren. Und das führt also im Prinzip auch dazu, dass mehr Convenience-Produkte produziert werden. Und natürlich haben wir auch diese Strömungen wie Vegetarismus und Veganismus, die also die Ernährung wesentlich beeinflussen. Schauen wir uns an ökologische und ökonomische Trends. Ein ganz klarer ökologischer Trend ist, dass der Klimawandel, und zwar prinzipiell muss man sagen, ca. 25% des Klimawandels wird mehr oder minder durch Lebensmittel beeinflusst. Wir haben auch eine Einschränkung der Vielfalt bei den genutzten Nahrungspflanzen, ein Thema, was wir später noch anschauen werden. Wir haben ökonomische Trends, die das beeinflussen, die Globalisierung, die es uns ermöglicht, Lebensmittel zu essen aus Afrika, aus Südamerika, die wir überhaupt nicht kennen. Aber wir haben auch andere Themen, die wichtig sind, zum Beispiel Konzentration des Lebensmittelhandels. Wenn man ein bisschen in die nächsten Jahre hineinschaut, dann ist das etwas, was man relativ klar absehen kann, welche Themen spielen dort eine große Rolle. Und zwar deshalb, wir betreiben hier am Standort Wels das Kompetenzzentrum Foxy. Das ist nichts anderes als ein Kompetenzzentrum, was sich mit der Entwicklung von Lebensmitteln, aber auch mit Futtermitteln auseinandersetzt. Und man sieht also ganz einfach, wenn man sich anschaut, zum Beispiel diesen grünen Bereich, mit welchen Themen beschäftigt man sich natürlich auch mit dem Thema der Pflanzenproduktion, mit dem Thema des Pflanzenschutzes, mit Thema der Qualitätssicherung auf dem Feld, der Lebensmittelverarbeitung allgemein und natürlich auch überhaupt neue Lebensmittel zu designen. Wenn man sich die rote Ära anschaut, dann sieht man ein wichtiges Thema, mit dem man sich auseinandersetzt. Das ist Tierhaltung und tierische Produkte. Das heißt, man weiß, wenn es den Tieren gut geht, dann liefern die auch sehr gute Lebensmittel. Ein Beispiel ist natürlich deshalb die Tierernährung, die Tiergesundheit. Und dann kommen also einfach diese Schwerpunkte, wo man sich also über Milchprodukte, über Fleischprodukte, Lebensmittelzubereitung entsprechend auseinandersetzt und diese
weiterführt. Und gerade in der Ära 3 sieht man also auch ein anderes sehr wichtiges Thema. Und das andere wichtige Thema, das ist sozusagen Authentizität. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, man will wissen, woher kommt etwas. Kommen die Äpfel aus Österreich, kommen sie aus China, kommen sie aus der Ukraine, wo auch immer her. Und natürlich auch ein ganz wesentliches Thema ist Hygiene. Das heißt, Lebensmittel werden immer sicherer. Man schaut also immer mehr auf die auf das Qualitätsmanagement in den entsprechenden Unternehmungen. Wenn man sich die Perspektive ein bisschen weiter bewegt, also wohin wird das sozusagen die nächsten Jahrzehnte führen? Also wir schauen jetzt sozusagen in das Jahr 2070 hinein, also in gut 50 Jahre. Was wird es hier, welche Trends werden sich entwickeln? Und da haben wir natürlich Trends auf der Ebene der Rohstoffe, Trends auf der Ebene der Technologien, aber genauso auch Querschnittsthemen wie Gesundheit, Demografie, Urbanisierung. Versuchen wir einfach mal Prognosen zu stellen. Und zwar die Prognose 1, die ich stelle, ist, dass die Rohstoffvielfalt wird sich weiter reduzieren. Und die Frage, die sich einfach stellt, ist, warum gibt es überhaupt diese Einschränkungen? Und der Hauptgrund, warum es diese Einschränkungen gibt, sind wirtschaftliche Gründe. Das heißt, Lebensmittelpreise sollen natürlich so niedrig wie möglich sein. Und das heißt also ganz einfach, man versucht auch deshalb so wenig wie möglich Rohstoffe einzusetzen. Der zweite Punkt ist jedoch auch, dass wir immer bessere Technologien entwickeln und diese besseren Technologien ermöglichen es uns, aus wenigen Rohstoffen eine Vielzahl von Produkten zu machen. Also denken wir nur an das Beispiel Weizen. Aus Weizen können Sie Brot machen, Gebäck machen, Kuchen machen, Nudeln machen, Kekse machen, Mehlspeis machen, Knödel machen, Cracker machen, Flocken machen und so weiter. Das heißt, man sieht aus einem Rohstoff viele Produkte. Und dieser Trend zu diesen wenigen Rohstoffen wird auch noch verstärkt über den Klimawandel oder auch über molekularbiologische Methoden, die das forcieren werden. Schauen wir uns eine zweite Prognose an, das ist, Rohstoffe werden spezifisch in ihrer Anwendung. Also als Beispiel, Sie können zum Beispiel Milch natürlich als klassisches Milchprodukt verwenden, aber man wird das auch beginnen, diese Produkte, diese Rohstoffe zu fraktionieren und man wird daraus zum Beispiel bioaktive Peptide isolieren, die können dann zum Beispiel spezifisch eingesetzt werden im Bereich der Blutdrucksenkung. Oder natürlich ein großer Faktor ist die Gentechnik, neueste Technologien, die hier eingesetzt werden. Und diese Gentechnik wird also die Rohstoffe auch entsprechend verändern. Und zwar, man wird vorerst nur landwirtschaftliche Merkmale verändern. Aber in der späteren Folge wird man auch physiologische Dinge verändern. Man muss hier ganz klar sagen, das passiert bereits. Also Golden Rice oder Antimatsch-Tomate sind also bereits Themen, die also schon einige Jahre zurücklegen, wo man also diese neuartigen Lebensmittel kreiert hat. Man muss sich auch ganz klar sagen, dass also auch schon ein nicht unwesentlicher Teil der Ackerfläche, ca. 13%, werden bereits gentechnisch modifiziert. Und bei manchen Sorten oder Arten hat man also bis zu 82% sind gentechnisch verändert, wie zum Beispiel eben bei Soja. Was ist Prognose Nummer 3? Die Prognose Nummer 3 ist mehr oder minder, es wird natürlich auch Nischen geben. Es wird Nischen geben, Spezialprodukte für gefärbte Getreideorten, für Getreideraritäten, für Ölsaaten, für Superfoods und so weiter. Diese Nischen werden vorhanden sein. Eine große Frage, die sich immer stellt, wie ist das mit den Insekten? Insekten haben an und für sich natürlich ein sehr interessantes Ernährungsprofil. Sie haben auch eine sehr interessante Umsetzung in der Futterkonversion, aber sie sind gerade in unseren Regionen natürlich nicht besonders akzeptiert. Deshalb Prognose hier für den europäischen Bereich eher ein Randthema. Ein anderes Thema sind Algen. Auch Algen, muss man klar sagen, sind in gewissen Bereichen dieser Erde bereits sehr weit verbreitet. Denken Sie nur an Japan. In Europa setzt man es ein, Nahrungsergänzungsmittel. Sie werden auch bei uns eine Nische bleiben, aber doch einen Platz bekommen. Und auch interessant sind Pilze. Auch Pilze sind ganz interessante Bereicherung für unseren täglichen Speisezettel, die also hier vorhanden sind. Denn auch Pilze haben ganz interessante Nährstoffprofile. Wenn man sich die nächsten Prognosen anschaut Richtung Rohstoffe, dann ist es so, neue Technologien werden die Qualität und den Produktionsort verändern.
Also was heißt das? Ein Thema ist Biofortifikation. Das heißt, dass ich kann ganz einfach Verbesserung des ernährungsphysiologischen Profils von Makronährstoffen herbeiführen. Und das kann man einerseits machen durch klassische Züchtungsmethoden, aber natürlich auch noch besser und schneller über die Gentechnik. Man wird also auch dorthin gehen, dass man Pflanzen und auch tierische Zellen nicht sozusagen im klassischen Organismus kultiviert, sondern man wird es in Zellkulturen machen. Auch dieses Thema wird gerade beim Thema Fleisch, in den nächsten Folien werde ich das erklären, ein ganz wichtiges Zukunftsszenario sein. Man wird aber auch in Indoor-Bereiche sehr stark hineingehen, zum Beispiel Indoor-Pflanzenanbau, LED-Beleuchtungssysteme. Auch das wird viel stärker kommen. Das heißt, man wird also auch im entsprechenden Haus, im Hochhaus, in Büroräumlichkeiten und so weiter entsprechende Pflanzenzucht durchführen. Beispiel ist das In-vitro-Fleisch. Was mache ich hier? Im Endeffekt entnehme ich nichts anderes als zum Beispiel einer Kuh, entnehme ich Zellen und diese Zellen werden mehr oder minder in einem Nährmedium in der Petrischale gezüchtet und zwar gezüchtet in einem Serum, das also ein sogenanntes fetale Kälberserum bezeichnet, das ich aus dem Fötus also gewinne und in diesem Serum wachsen diese Zellen. Also man sieht hier schon, das ist natürlich auch eine ethisch-kritische Frage, die hier abläuft und anschließend wachsen also dann diese Zellen in der Petrischale, die ich also dann zum Beispiel zu Muskelfasern heranwachsen kann. Diese Muskelfasern werden also dann entsprechend verarbeitet und früher oder später wird das In-vitro-Fleisch auch in jeglichen Produkten wie zum Beispiel Hamburger zu finden sein. Die Herausforderung, die man in diesen Bereichen hat, besteht einfach darin, dass wir momentan natürlich dieses Serum benötigen. Das ist einerseits sehr teuer und wie schon erwähnt auch eine ethische Grundsatzfrage. Auch man arbeitet hier an vielen Ersatzmedien, zum Beispiel auf pflanzlicher Basis. Und dann könnte sich dieses In-vitro-Fleisch durchaus auch durchsetzen. Es werden aber auch in die Lebensmitteltechnologie Bereiche hineinkommen, wie zum Beispiel die Nanotechnologie oder der 3D-Druck. Die Nanotechnologie ist heute, muss man ganz klar, schon verbreitet. Zum Beispiel Calciumverbindungen, das kann ich dann verwenden, zum Beispiel, dass ich keine Trübungen habe, dass zu keinen Entmischungen kommt, dass besser resorbiert wird. Oder zum Beispiel wie hier bei diesem Ketchup, dass man natürlich das Tropfen weitgehend unterbindet. Oder zum Beispiel auch Inhaltsstoffe, die kann ich besser stabilisieren. Ich kann sie hier auch einer besseren Aufnahme zuführen. Also Nanotechnologie wird sich ganz vehement in diese Bereiche hineinbegeben. Ein anderes Thema ist der 3D-Druck. Und zwar der 3D-Druck ist etwas, was also im Prinzip im Bereich der Metallurgie oder des Kunststoffbereichs bereits gut etabliert ist. Der wird sich also im Bereich auch von Lebensmitteln etablieren. Und zwar speziell dort, wo es also darum geht, kreative Lebensmittel, komplexe Lebensmittel, wie zum Beispiel Schokolade, Konditorwaren und so weiter zu produzieren. Auch dort wird der 3D-Druck eine ganz große Bedeutung haben. Was wird noch passieren? Und zwar das, was passieren wird, ist einfach die verfahrenstechnische Weiterentwicklung wird einfach weitergehen, wird sich weiterentwickeln. Sie wird zielgerichteter sein, es wird möglich sein, zielgerichteter Produkte zu entwickeln. Es wird also was, was Sie bessere Trennisolierungsverfahren geben, um bestimmte Fraktionen aus Lebensmitteln herauszuholen. Man wird also überkritisches CO2 verwenden, um also zum Beispiel Extraktionen durchzuführen. Man wird Themen wie Ultraschall einsetzen, zum besseren Emulgieren, Extrahieren, Gefrieren und so weiter. Und man wird also auch völlig neue Emulgiertechniken entwickeln, mit denen man also dann einfach die Produkte viel zielgerichteter machen kann. Aber es wird auch Trends geben, natürlich wie Minimal Processing, das heißt also ganz einfach Technologien zu entwickeln, mit denen man einfach zum Beispiel Obst und Gemüse viel weniger sozusagen belastet und dadurch natürlich also ihre Inhaltsstoffe verbessert, also gewinnen kann. Man wird also auch neue Garverfahren entwickeln, auch hier wiederum dasselbe Thematik, das Lebensmittel zu schonen, damit die Inhaltsstoffe und die wertvollen Nährstoffe zu erhalten.
Ein anderes wichtiges Thema wird Reinraumtechnik sein. Und zwar bei der Reinraumtechnik, das kann man sich vorstellen, wie es heute in der Raketenbautechnik oder in der Pharmaindustrie ist. Und diese Technologien werden also, sind bereits heute im Lebensmittelbereich vorhanden, aber werden noch viel verstärkter verwendet werden, zum Beispiel im Bereich also Schnittwaren von Schinken, Wurst, Käse und so weiter, wird man diese Reinraumtechnologien noch viel, viel stärker einsetzen. Aber was auch noch sehr stark kommen wird, ist, man wird Lebensmittel ganz einfach an spezifische Bereiche ankoppeln. Also man nennt das funktionelle Lebensmittel. Also wir werden haben Lebensmittel, die speziell für unsere Herzgesundheit zuständig sind, die für unsere Augengesundheit zuständig sind, die speziell für Sportler sind, die zum Beispiel bei Entzündungen und so weiter eingesetzt werden können. Also auch diese Bereiche werden sich sehr stark vorantreiben und wir werden aus diesem Bereich der funktionellen Lebensmittel, wo wir also neben der Zufuhr von Nahrung auch eine gewisse präventive Effekte auf unsere Gesundheit haben, wird sich viel, viel stärker entwickeln. Was wird noch sein? Natürlich ein wesentliches Thema ist Haltbarkeit eines Lebensmittels und in Bezug auf Haltbarkeit wird es also einfach auch dazu kommen, dass also neue Technologien zum Einsatz kommen, beziehungsweise Technologien, die sich heute also im Pilotstadium befinden, also entsprechend forciert werden, zum Beispiel Mikrowellen, Radiowellen, gepulstes Licht, Hochspannungsimpulsverfahren, Ohmsche-Erhitzung, Hochdruckbehandlung, also wo man mit hohem Druck Lebensmittel behandelt, um auch hier wiederum sie sehr, sehr schonend sozusagen weiterzuentwickeln. Welche Themen kommen noch dazu? Ein ganz wichtiger Bereich ist die Biotechnologie und die Molekularbiologie. Und das ist etwas, was uns also große Möglichkeiten geben wird im Bereich der Enzymwelt. Also ist so, dass wir zurzeit ca. 200 Enzyme in der Lebensmitteltechnik verwenden. Und diese Enzyme werden wir maßschneidern. Das heißt, wir werden sie zum Beispiel thermostabiler machen, wir werden sie Kälte adaptieren, wir werden schauen, dass sie hohen Salzkonzentrationen aushalten. Das heißt, es wird hier eine Vielzahl von Variationen geben, die einfach die Produktionsprozesse entsprechend verbessern. Aber es wird auch bezüglich Nahrungszufuhr sich einiges ändern. Das heißt, wir werden immer besser verstehen lernen, wie zum Beispiel Stoffwechselleistungen eine große Rolle spielen. Wir werden also immer mehr verstehen lernen, wie sozusagen Nahrungsmittel auf uns wirken. Und wir werden natürlich auch sozusagen diesen Bereich der Nutrigenomik, der Nutrigenetik immer stärker haben. Das heißt, eine immer stärker individualisierte Ernährungsempfehlung wird kommen, das bezeichnet man als molekulare Ernährung, die uns einfach hilft, unseren Nahrungsbedarf auf unsere Bedürfnisse abzustimmen. Das ist so ein paar Prognosen. Es ist natürlich immer die Frage, wird das eintreten oder nicht? Und ich glaube, das ist etwas, worüber man nachdenken sollte. Wir haben einfach auch eine ganze Reihe von Problemen in der Lebensmittelindustrie. Das ist, wir haben in manchen Bereichen der Welt massive Überproduktion, wir haben massive Verschwendung, wir haben sozusagen kaum Wertschätzung zu den Lebensmitteln, wir haben einen fehlenden Bezug zu Lebensmitteln, wir haben Gesundheitskosten bedingt durch falsche Ernährung, wir haben zum Teil Nährstoffmangel und wir haben auch das Problem, dass Lebensmittel sehr, sehr günstig und billig sind. Deshalb wird es also auch das ein ganz wichtiger Faktor sein, dass sich Lebensmittel ganz einfach klimafreundlich entwickeln. Man darf nicht vergessen, ungefähr ein Viertel des ökologischen Fußabdrucks ist also bedingt durch Lebensmittel. Und auch da sieht man relativ klar, ein Großteil von diesem Viertel kommt also von tierischen Lebensmitteln. Und das hat also eine ganz einfache Bedeutung. Das heißt, dass man also einfach versuchen wird, von tierischen Lebensmitteln eher Richtung pflanzlicher Lebensmittel zu gehen, die einerseits also auch mehr gesundheitliche und zumindest präventive Effekte haben und auf der anderen Seite auch den ökologischen Fußabdruck verringern.
Und wenn man sich so anschaut, wie sich diese Zukunft entwickeln kann, dann geht man eigentlich davon aus, dass wir in Zukunft einfach so ungefähr die Hälfte von dem, was wir essen sollten, ist mehr oder minder Gemüse, sind also Früchte. Wir haben dann sehr viel Vollkornprodukte, wir haben natürlich gesunde Öle und so weiter. Aber der wesentliche Punkt ist, dass wir uns sehr pflanzenorientiert zukünftig entwickeln müssen. Und auch dieses Bild zeigt uns das relativ klar. Wir sollten natürlich auch schauen, dass wir entsprechend Bewegung machen. Wie wird unsere Zukunft bestimmt? Sie wird sehr stark über den Klimawandel bestimmt werden. Sie wird über die Umweltprobleme bestimmt werden. Das heißt also, dass keine Insektizide, Fungizide und so weiter eingesetzt werden. Wir haben einfach auch die Problematik der Antibiotikaresistenz in der Tierzucht. Wir haben das Problem der Artensterben. Wir haben also das Problem, also sagen wir auch eine sehr ungleiche Landverteilung zu haben, was uns dazu führt, dass wir natürlich auch zum Teil Nährstoffmangel haben. Gerade Phosphate werden uns zukünftig einiges an Problemen verursachen. Und ich glaube, die wichtigste Voraussetzung ist ein Hochseilakt der Vernunft, wie ich das bezeichne. Wir werden Technologien einsetzen müssen für gesunde, klimafreundliche, sichere, aber auch sozial verträgliche Lebensmittel. Und damit sage ich auch danke für Ihre Aufmerksamkeit.